In meiner Stadt öffnete vor kurzem ein neues Restaurant. Das Feast. Ein kleines Lokal, welches sich schnell als Geheimtipp für die herrlichsten Kostbarkeiten herumsprach. Ich wohne in einer ruhigen Kleinstadt. Ein idyllisches Plätzchen an einem See, etwas weiter von den größeren Städten, Autobahnen und der allgemein herrschenden Hektik entfernt. Trotz der florierenden Tourismusbranche ist hier nicht allzu viel Chaos. Selbst wenn vor allem im Sommer Touristen kommen, um ein paar warme Tage am See zu verbringen und beim Bummeln durch die Stadt die Seele baumeln zu lassen. Oder um sich einfach mal in Ruhe um nichts kümmern zu brauchen und sich in den Hotels und Restaurants bedienen zu lassen. Ich bin früher auch häufig in die vielen Restaurants und in die guten, etwas hochwertigeren Pommesbuden gegangen. Wenn man nicht so viel Freunde hat, mit denen man ins Kino, zu Konzerten oder gar zum Sport gehen kann, dann geht man eben etwas essen. Vor allem, wenn man ein Feinschmecker ist und etwas von Essen versteht, so wie ich. Ich hatte jedes Restaurant der Stadt besucht, Listen meiner Lieblingsgerichte und Lieblingslokale aufgestellt, hatte Amateurrezensionen auf Yelp verfasst und berichtete in einem Blog über meine neuesten Entdeckungen, bis das Feast eröffnete. Es gab eine kleine Einweihungsveranstaltung und selbst in der Zeitung wurde es verkündet. Das Restaurant schien ein relativ bekanntes und erfolgreiches Etablissement zu sein, denn es hatte 5 Sterne und offenbar mehrere Filialen in größeren Städten, obwohl noch nie vorher jemand davon gehört hatte. Als ich davon hörte, stand für mich sofort fest, dass ich diesem Restaurant einen Besuch abstatten musste, so schnell wie möglich. Am nächsten Wochenende wollte ich das Feast besuchen. Ich sparte sogar etwas Geld dafür, da es teuer werden würde. Es war schließlich ein 5-Sterne-Lokal mit diversen Auszeichnungen. Am Samstagabend war es dann endlich soweit. Ich zog mir einen Anzug an, richtete meine Frisur, benutzte etwas Eau de Toilette und hob mir etwas Geld ab. $150, um genau zu sein. Es mochte vielleicht etwas irrsinnig sein, an einem Samstagabend ohne Reservierung ein neu eröffnetes Spitzenrestaurant zu besuchen. Aber ich ging am liebsten samstags essen. Man konnte sich besser entspannen und das Essen genießen. Ich stand nicht unter Zeitdruck und die Chancen, jemanden aus meiner Klasse zu treffen, waren gering. Da meine Altersgenossen lieber in überfüllte Diskotheken oder auf laute Partys gingen. Als ich endlich fertig war, verabschiedete ich mich von meinen Eltern und lief zu Fuß, um den Kreislauf etwas in Gang zu bringen und den Hunger zu steigern, zum Feast. Schon von draußen sah das Feast faszinierend aus. Aus den kunstvoll verzierten Fenstern drang Kerzenschein. Die 5 goldenen Sterne, die entlang der penibel gestrichenen Fassade hingen, waren aufpoliert und wurden von kleinen Scheinwerfern angeleuchtet. Und über den Mahagonitüren, die den Eingang zierten, hing in einer schnörkelhaften, vornehmen Schrift der Name des Restaurants. Feast. Der Oberkellner, der mich am Anfang des roten Teppichs empfing, musterte mich mit einer Mischung aus Geringschätzigkeit und Erstaunen. »Einen Tisch für eine Person, bitte«, sagte ich freundlich, seinen unhöflichen Gesichtsausdruck ignorierend. Er sagte nichts, sondern nahm meinen Telefonhörer ab und drückte auf eine gelbe Taste auf dem Telefon, das auf dem Empfangstresen stand. Erst dann wandte er sich mir zu. »Einen Moment, bitte«. Kurze Zeit später kam ein Mann im Anzug herein. Er sah weder aus wie ein Kellner noch wie ein Koch, jedoch empfing er mich sehr viel freundlicher als der erste Mann. Sofort entschuldigte er sich für die Wartezeit. »Es tut mir leid, dass Sie warten mussten, Sir«, begann er. Er hatte eine sehr charmante und höfliche Art. Noch nie hatte mich jemand Sir genannt. Ich war schließlich erst 19 und sah nicht wie ein Erwachsener mit einem Job aus. Er fuhr fort. »Ich bin hier der Geschäftsführer. Wissen Sie, das Feast gehört zu den bestrenommiertesten Restaurants des Landes? Unsere Speisen müssen einen gewissen Standard erreichen und das ist sehr kostspielig. Wir haben die Befürchtung, dass wir Ihnen leider nichts bieten können.« Es schien ihm wirklich leid zu tun. »Schon gut«, erwiderte ich freundlich. »Das macht nichts. Ich habe genug Geld bei mir.« Der Herr im Anzug blickte mich zweifelnd an. »Ich fürchte, Sie verstehen nicht, Sir. Das billigste Gericht ist der Antipasti-Teller. Und der liegt bei $250?
Oh, das kann ich wirklich nicht bezahlen, entfuhr es mir und ich ließ traurig den Kopf hängen. Nun ja, zurück zu den einfachen Restaurants, dachte ich. Und im selben Moment, als hätte er meine Gedanken gelesen, rief der Geschäftsführer wohlwollend: Ah, wir haben neu eröffnet. Es läuft gut. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie dürfen sich ein Gericht auf der Karte aussuchen und bezahlen das, was Sie haben. Der Rest geht aufs Haus. Noch nie hatte man mich so freundlich, höflich und gut behandelt. Eifrig stimmte ich zu. Der Oberkellner entschuldigte sich für sein Verhalten und brachte mich an einen schönen Tisch. Ich saß auf einer gepolsterten Bank an einem Fenster. Auf dem Tisch stand ein bronzener Kerzenhalter mit einer brennenden Kerze darin. An den verzierten Wänden hingen wunderschöne Ölgemälde. Von der Decke hingen Kerzenleuchter und mitten im Raum stand ein großes Aquarium mit Hummern darin. Ich bekam einen Rotwein vom Haus. Noch nie hatte ich so einen guten Chianti getrunken. Mit jedem Tropfen schmeckte ich perfekte Reife der Weintrauben. Es war so, als würde ich das warme Klima, die wunderschöne Landschaft der Weinberge, die köstlichen Speisen und das blaue Meer schmecken. Ich genoss jeden einzelnen Schluck. Ein Kellner brachte mir die Speisekarte und blieb so lange an meinem Tisch stehen und beriet mich, bis ich etwas gefunden hatte. Ich bestellte ein Schwertfischfilet in Tomatensauce mit Zitronen und Petersilie. Ich war sehr auf dieses Gericht gespannt. Wenn es auch nur halb so köstlich wie der Wein war, dann wäre diese Mahlzeit schon seine happigen $350 wert gewesen. Doch was mir dann serviert wurde, überraschte meine schönsten Träume und Vorstellungen. Als der Kellner mit dem verdeckten Silbertablett kam, hielt ich es vor Spannung, Aufregung und Hunger kaum noch aus. Und wie er dann den Deckel abnahm, verführte ein wunderbarer, ja ein wunderschöner Duft meine Nase. Ich wagte es kaum, das Filet anzuschneiden oder gar zu essen. Das Filet war perfekt gebraten, die Tomatensauce hatte ein kräftiges Rot. Zitronenschalen lagen in dünnen Fäden auf dem Fleisch und in der Soße und gaben ihren Geschmack dazu. Abgerundet wurde das Ganze von einem kleinen Stück Petersilie, das wie ein grüner Klecks in einem Tropfen der roten Paste lag. Es duftete nicht nur herrlich, nein, es sah dazu auch noch verlockend lecker und schön aus. Wie in Trance griff ich zum Besteck und schnitt ein Stück mit viel Soße, Zitrone und einem Petersilienhäppchen ab. Meine Hand bebte, als ich sie zum Mund führte. Der Geschmack, der in meinem Mund wie eine Bombe einschlug, war geradezu göttlich. Das Filet war saftig und so zart, dass es von alleine auf meiner Zunge zerging und dabei den Geschmack des reinen, sauberen und salzigen Ozeans, in dem dieser Fisch geschwommen war, entfaltete. Die Tomatenpaste war gut gewürzt und so intensiv, wie es nur frisch gepflückte und selbst angebaute Tomaten sein konnten. Die Zitronen waren perfekt gereift und hatten eine sehr saure und zugleich etwas süße Note. Sie schien ebenso wie die würzige Petersilie aus dem eigenen Garten zu stammen. Dieses Gericht war perfekt. Jedes Stückchen war ein Fest. Dieser unglaublich intensive Geschmack war kaum mit unseren Worten auszudrücken. Ich kostete jeden Bissen voll aus. Als ich alles aufgegessen hatte, war ich schon fast traurig, dass es vorbei war. Satt blieb ich noch eine Stunde sitzen und versuchte, die letzten Reste des Geschmacks in meinem Mund zu erhaschen. Der Geschäftsführer kam persönlich zu mir, um sich zu erkundigen, ob mir das Essen im Fies zugesagt hatte. Und wie? Das war das köstlichste und am besten zubereitete Gericht, das ich je gegessen habe. Wie machen Sie das? Dieser Geschmack ist so fein und so perfekt vollendet, brach es voller Begeisterung aus mir heraus. Nun ja, begann der Mann im Anzug. Das Fies hat sich zur obersten Regel gemacht, durch gutes Essen die Gäste glücklich zu machen, damit sie bald wiederkommen. Wir sind ein sehr familiäres Restaurant. Wir möchten unsere Kunden zu Stammgästen machen und unseren Stammgästen für ihr Geld wirklich gute Speisen bieten. Mir gefiel dieses Lokal sofort. Und nach dem wunderbaren Schwertfisch musste ich noch einmal herkommen. Zu Hause angekommen, wollte ich mir noch einen kleinen Snack gönnen und mich dann ins Bett legen. Im Kühlfach lag noch ein Eis. Doch nach dem ersten Lecken hatte ich schon keinen Hunger mehr darauf.
Es schmeckte irgendwie seltsam nach nichts. Vielleicht hatte ich ja doch keinen Appetit mehr. Ich legte mich schlafen und träumte von den exquisiten Menüs des Feasts. Am nächsten Morgen fing ich an, mein Geld zu zählen und schaute nach, wie viel Geld ich noch auf dem Konto hatte und fing sogar an, einige der Sachen auszumisten und bei eBay einzustellen. Ich versuchte so schnell wie möglich noch einmal ins Feast zu gehen. Und eine Woche später war es schon soweit. Ich hatte jeden Tag der letzten Woche nur an das Essen gedacht und daran, was ich mir bestellen und wie es schmecken würde. In meinem Portemonnaie lag mein gesamtes erspartes Geld und alles, was ich zusammenkratzen konnte. Satte $500. Am Freitagmittag lief ich nach dem Klingeln so schnell es ging aus der Schule und nahm den nächsten Bus in Richtung des Feasts. Mein Magen knurrte die ganze Fahrt über. Ich hatte etwas Angst, dass sie mich mit meiner Alltagskleidung abweisen würden, da Nobelrestaurants meistens einen Dresscode hatten. Jedoch hoffte ich darauf, dass der Geschäftsführer mich erkennen und einladen würde. Doch als ich vor den geöffneten Mahagonitüren stand, verlor der erste unfreundliche Oberkellner kein Wort über meine Kleidung, sondern bot mir freundlich einen Tisch an. Dieses Mal saß ich mitten in dem großen Speisesaal. Die Tische waren mit vornehmen Tischdecken und bunten Blumen dekoriert. Um mich herum saßen schon relativ viele Leute. Dieses Mal bestellte ich ein 200 Gramm Rumsteak. Während ich auf meine Bestellung wartete, trank ich ein kühles Glas Wasser und schaute mich im Feast um. Wahnsinn! Selbst das Wasser schmeckte hier reiner, frischer, kühler als sonst. Wie eine Quelle, die einem Berg entsprang und direkt durch die Flasche und das Glas in meinen Mund floss. Ein frisches Ah entfuhr meiner Kehle. Ich sah mir die Menschen an, die an diesem Freitagmittag das Restaurant belebten und war etwas verwundert. Ich hatte vornehme, ja vielleicht sogar arrogante Reiche, High Society, gut verdienende Manager oder Leute, die Geburtstag hatten und sich daher einmal etwas gönnen wollten, erwartet. Stattdessen saßen hier alle möglichen Leute herum. Hier saßen reiche Menschen in Anzug oder Kleid neben Familien mit Kindern, Studenten, Jugendlichen, alten Ehepaaren und jungen Managern. Dann endlich kam der Kellner zu mir und stellte ein silbernes Tablett vor mir ab. Und auch dieses Mal schlug mir ein herzhafter Duft entgegen, als mir das Essen präsentiert wurde. Das Rumpsteak war riesig und ein wenig angeschnitten und roch nach gegrilltem Fleisch. Außen war es schön braun, gespickt mit kleinen Pfeffer- und Salzkörnchen obendrauf. Innen war es zart rosa. Kleine Trüffelraspel verfeinerten das Rindfleisch. Ein wahres Tornedos-Rosin? Dazu gab es gewürzte Bratkartoffeln, an denen kleine Kräuterblättchen klebten. Daneben lagen kleine grüne Bohnen. Die zerlassene Butter ließ sie glänzen. Das Messer glitt beinahe von selbst durch das weiße Fleisch. Unglaublich. Das Fleisch schmeckte noch besser als das Schwertfischfilet. Ich war baff. Meine Erwartungen waren hoch gewesen, doch dieses Steak übertraf sie. Um Längen. Es war so zart, dass es in meinem Mund zerfiel. Das Nackenfleisch war saftig, perfekt gegrillt und so gut und exotisch gewürzt, dass man jede Kräuterart herausschmeckte. So ein Steak konnte nur von einem durch und durch gesunden, in Freiland lebenden und glücklichen Tier stammen. Und auch das etwas bittere und pfeffrige Aroma des schwarzen Trüffels schmeckte man heraus. Die Oberfläche des Rumpsteaks war sogar etwas kross. Der Geschmack war wirklich wie ein Feuerwerk. Die Kartoffeln waren kross gebraten und immer noch weich. Auch hier schmeckte man die Kräuter und die punktgenaue Reife der Knollen. Abgerundet wurde das Aroma durch die süße Würze der Kräuter. Und als wäre dies alles noch nicht genug des guten Geschmacks, waren die Bohnen ebenso köstlich wie die Kartoffeln. Knackig und frisch wie aus eigenem Anbau. Dazu die leichte zerlassene Butter, die den grünen Schoten noch mehr Geschmack verlieh. Ich aß und aß. Und mit jedem Bissen schien das Gericht schmackhafter zu werden. Das Fleisch zarter, die Kartoffeln würziger und die Bohnen frischer. Auch heute blieb ich noch lange, nachdem ich fertig war, sitzen und genoss das volle Gefühl in meinem Magen. Ich zahlte, raffte mich auf und ging nach Hause. Am Nachmittag wollte ich meine erste Rezension über das Feast schreiben. Natürlich würde nur ausgesprochen Gutes darin stehen. Daher suchte ich nach Informationen über das Feast. Zeitungsartikel, Kochtipps, Interviews, Wikipedia-Artikel und so weiter. Es war immer gut, etwas über die Geschichte eines Restaurants zu wissen und es in seinen Rezensionen einzubauen.
Das zeigte meist, dass das Lokal aus Tradition guten Essen servierte. Allerdings stellte sich meine Recherche schwieriger an, als ich gedacht hatte. Egal wo ich suchte, der Name Feast fiel nirgendwo im Zusammenhang mit einem Restaurant. Selbst das Archiv der Zeitung, die die Neueröffnung angekündigt hatte, enthielt nichts über das Feast. Nach mehreren Stunden der Suche gab ich die Nachforschungen auf und konzentrierte mich auf die Rezension. Abends rief mich meine Mutter zum Abendessen. Ich roch das gebratene Hühnchen schon durchs ganze Haus, jedoch weckte es in mir weniger den Appetit als den Gleichmut. Es würde niemals so lecker sein wie im Feast. Gelangweilt starrte ich auf den Teller. Das liebevoll angerichtete Hühnchen sah für mich grau aus. Ich schnitt ein Stück ab und steckte es mir in den Mund. Kein Geschmack. Es schmeckte, wie es aussah. Grau, langweilig, uninteressant, geschmacklos. Es war, als würde ich auf einem Stück Wasser kauen. Keine exotischen Kräuter, die meine Geschmacksknospen kitzelten. Keine Soße, die meine Zunge verwöhnte. Und kein deliziöses, zartes Fleisch, das mir schmeckte. Nach wenigen Häppchen verging mir der Appetit. Ich stand auf und ging ins Bett. Es war vermutlich normal, da es beim letzten Mal auch so gewesen war. Doch auch am nächsten Morgen, als ich mein Frühstücksei aß, schmeckte noch immer alles fade. Sogar später beim Mittagessen war das, was da auf dem Teller vor mir lag, trostlos und grau. Es war anstrengend auf der geschmackslosen Speise herumzukauen. Nach wenigen Stücken gab ich auf, verzog mich in mein Zimmer und arbeitete weiter an meiner Rezension. Doch selbst beim Abendessen schmeckte mir immer noch nichts wieder. Dasselbe war am Sonntag der Fall. Meine Mutter machte für mich einen Termin beim Arzt. Bis Dienstagnachmittag kämpfte ich mit jeder Mahlzeit. Der Arzt konnte nichts feststellen. Mit meinen Geschmacksknospen war alles in Ordnung. Sie sahen sogar überaus gut entwickelt aus. Es schien etwas Psychosomatisches zu sein. Mein Arzt verschrieb mir etwas Ruhe und stellte mir einen Attest für die Schule aus. Diagnose? Zu viel Stress. Nach und nach kam zwar der Geschmack des normalen Essens wieder, aber es machte mir keinen Spaß mehr. Ein paar Tage später schlugen meine Eltern vor, ins Feast zu gehen. Ich war überrascht und sehr erfreut über diesen Vorschlag, doch gleichzeitig hatte ich Angst. Angst davor, dass das Essen nicht schmecken würde oder dass nur das Essen im Feast noch schmecken würde. Dieses Mal hatte ich ein sehr gemischtes Gefühl, als wir abends zum Feast fuhren. Der Oberkellner erkannte mich und gab mir und meinen Eltern gleich einen guten Platz. Wir saßen auf einer kleinen Empore in einer gemütlichen Ecke. Ein Kronleuchter über uns hüllte den lauschigen Platz in Kerzenlicht. Meine Eltern bestellten eine Flasche Wein, einen aus den Abruzzen, einen Montepulciano der Abruzzo. Während meine Eltern, wie ich beim ersten Mal, jeden Tropfen in vollen Zügen genossen, stützte ich das Glas einfach so herunter. Ich bestellte das Hummerrisotto. Was meine Eltern bestellten, bekam ich schon gar nicht mehr mit. So versessen und gierig war ich darauf, wieder die sagenhaften Gerichte des Feasts zu kosten. Meine Eltern plauderten miteinander und fragten mich ab und zu etwas. Halbherzig und mit den Gedanken ganz und gar beim Essen antwortete ich jedes Mal nur knapp und in kurzen Sätzen. Ich wartete darauf, dass der Kellner endlich mit unserer Bestellung kam. Die Zeit verstrich gnadenlos langsam. Es kam mir vor, als hätte ich Äonen auf meinem Platz gesessen und auf den lächelnden Mann mit schwarzem Frack gewartet. Als er auftischte, waren meine Eltern hin und weg. Kein Wunder. Auch für mich sah das erste köstliche Gericht wie ein Gemälde von Acrimbolo aus. Von dem wunderbaren Duft, der unsere Tische erfüllte, ganz zu schweigen. Ich bekam davon jedoch nicht sehr viel mit. Meine Hand hielt den Löffel schon krampfhaft fest. Gierig, fast schon wie in einem Rauschzustand, fiel ich über das Hummer-Risotto her. Wäre ich nicht so hastig und überstürzt, hätte ich dieses überragende Menü sicher voll auskosten können. Ich hätte vermutlich schon beim ersten Löffel all die wunderbaren Zutaten geschmeckt. Das herrliche Zusammenspiel des mit frischen Zwiebeln und Öl angebratenen Hummerfleisches, mit reifen, aromatischen Cherry-Tomaten, aufgekocht in Brandy, gewürzt mit Salz und weißem Pfeffer und schlussendlich mit einem Schuss Sahne püriert. Und beim ersten Bissen hätte der Reis sein himmlisches Aroma, das er durch das Kochen in einer Hummerbrühe mit kleinen Zwiebeln, Möhrenscheibchen und den Hummerscheren und Beinen erlangt hatte, entfaltet. Ein Risotto, wie es einem König oder einem Staatsoberhaupt serviert wird. Ich hätte es voll ausgekostet und mich an einem wunderbaren Geschmack erfreut.
Wenn ich es nicht in mich hineingestopft hätte, wie eine einfache Portion Pommes Frites von der nächsten Pommesbude. Ich schaufelte das Risotto Löffel um Löffel in mich hinein, dankbar, um wieder etwas Richtiges zu essen zu bekommen. Mehrmals biss ich mir auf die Zunge, ins Zahnfleisch oder auf die Lippen, bis sich der metallische, salzige Geschmack von Blut in meinem Mund verteilte. Das würde das Essen in den nächsten Tagen erschweren, doch ich wusste bereits, dass ich nichts mehr essen würde. Meine Eltern hingegen ließen sich jeden einzelnen Bissen auf der Zunge zergehen. Wie ich anfangs auch. Nachdem wir den Rest von den Tellern gekratzt und verspeist hatten, saßen wir noch etwas in dem netten, gemütlichen Restaurant. Satt und zufrieden, von den umwerfenden Kochkünsten beeindruckt. Nun ja, meine Eltern. Ich hatte immer noch Hunger. Ich wollte noch mehr. Ich war wie ein Drogenjunkie, süchtig nach den Gerichten des Feasts. Auf dem Weg nach Hause fingen meine Hände an zu zittern. Kalter Entzug von Heroin war ein Scheiß dagegen. Nachts konnte ich nicht schlafen. Der Hunger und der Drang, wieder ins Feast zu gehen, hielten mich wach. Am nächsten Morgen sah ich aus wie ein Zombie. Bleich, hungrig und mit einem Ausdruck im Gesicht, der meine einzigen Gedanken verriet. Essen, Feast. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Und so ging ich nach Ersparten suchen. Wir waren nicht reich oder besonders gut verdient, aber wir hatten immer 200, 300, 400 Dollar in der Haushaltskasse. Doch ich konnte es nicht stehlen. Das war das Geld meiner Eltern und noch war meine Gier nicht so groß, dass ich meine Eltern beklauen würde. Ich machte mir ein Frühstücksspiegelei, um meinen Magen mit etwas zu füllen. Auch wenn es nach nichts schmecken würde. Jedoch war es diesmal sogar noch schlimmer. Das Spiegelei schmeckte nicht wie das Essen sonst, grau und rostlos. Nein, dieses Mal schmeckte es ekelerregend. So wie das erste Stück meine Geschmacksknospen berührten, durchfuhr mich ein widerlicher Schauer. Das liebevoll gebratene Ei schmeckte fürchterlich. Nach verfaulten Eiern, nein. Nach Hirn oder Innereien, nein. Nach Benzin, nein. Es war einfach widerlich und ekelhaft. Klatschend übergab ich mich auf den blanken Fußboden. Und dennoch knurrte mein Magen immer noch von unstillbarem Hunger. Die nächsten Tage wagte ich nicht einmal an Essen zu denken, aber eine Woche später hielt ich es kaum noch aus. Seit meinem letzten Besuch im Feast hatte ich 5 Kilo abgenommen und so fiel es mir auch nicht sonderlich schwer, meine Eltern zu bestehlen. Ich dachte gar nicht daran, in die Schule zu gehen. Mit dem ersten Bus fuhr ich zum Feast. Ohne Schuldgefühle oder einen Funken schlechten Gewissens gab ich das Geld meiner Eltern aus. Und nicht nur dieses eine Mal. Immer öfter beklaute ich meine Eltern und meine Freunde, verkaufte mehr und mehr von meinen Sachen und war immer häufiger in diesem Restaurant. Eines Tages bekam ich einen Brief. Ich war mittlerweile völlig pleite. Meinen Eltern fehlte viel Geld. Ich hatte nichts mehr zum Verkaufen und hatte immer mehr abgenommen. Ich war von einem etwas rundlichen, lebhaften Jugendlichen zu einem mageren Food-Junkie geworden. Der Brief war vom Geschäftsführer des Feasts. Er wollte mich zu einem Abendessen einladen, da ich dem Feast so ein guter Stammgast gewesen war. Ich war zu hungrig und abhängig vom Feast, um die Einladung zu hinterfragen. Als ich an dem Abend ins Feast kam, war das Restaurant voll. An jedem Tisch saßen Menschen und warteten auf ihre Bestellungen. Wieder waren die Besucher so unterschiedlich wie nur möglich. Allerdings sahen einige von ihnen ebenso heruntergekommen aus wie ich. Ich meine sogar ein paar Obdachlose und Drogenabhängige gesehen zu haben. Zumindest schienen sie solche zu sein. Der Geschäftsführer war indes an meinen Tisch gekommen. Mit demselben einnehmenden Lächeln auf den Lippen wie bereits bei meinem ersten Besuch. Er schien das Entsetzen in meinem Blick zu genießen, ja geradezu auszukosten. Genau das, was er sich erhofft hatte. Mit einem süffisanten Ton und einem fiesen Grinsen erklärte er es mir. Niemand versteht es von selbst. Im Fies bekommt jeder das, was er am liebsten mag. Im Fies bekommt jeder das, was er am liebsten mag. Das, wonach seine Gier unstillbar ist. Sehen Sie sich um? Ich tat es und zum ersten Mal erkannte ich, was hier wirklich geschah. Wie ein Nebelschleier, der sich auflöste und ein grausames Bild offenbarte.
Mir wurde schlecht und langsam begann ich zu verstehen. Der Mann im Anzug neben mir, offenbar ein Banker, Lobbyist oder Manager, stocherte in Geldscheine rum und schob sich alte Münzen auf die Gabel. Kinder, die Puppenköpfe, Bauklötze oder Videospiele zerlegten und lachend in ihre kleinen Hälse stopften, bis ihnen der überteuerte Plastikschrott in ihren Kehlen stecken blieb und sie elendig, aber gleichzeitig glücklich daran erstickten. Angewidert durch den Anblick der kleinen, ausgebeulten Hälse, in denen man das Spielzeug erkannte, drehte ich mich schnell zum nächsten Tisch. Die heruntergekommenen Gestalten verschlangen bunte Pillen, exotische Pflanzen und sogar Spritzen samt der rostigen Nadeln, saßen berauscht in ihrem eigenen Blut und Erbrochenem. Ein Jugendlicher, vielleicht 18 Jahre alt, in Markenklamotten bis genüsslich in ein Smartphone. Vor mir saß ein junges Pärchen. Nacktes Grauen erfüllte mich, als ich den Blick zu ihnen schweifen ließ. Beiden fehlte ein Auge. Beide hatten eines vor sich liegen. Die Schönheit des Menschen, den man am meisten liebt. Wovon man niemals genug bekommen kann. Das, was man sich am meisten wünscht. Im wahrsten Sinne des Wortes macht die Liebe hier blind. Nicht nur das Pärchen, sondern auch die Banker, die Junkies, die Kinder und alle anderen, einfach jeder. Und ich? Vor mir lag ein köstliches Menü. Fleisch, Gemüse, Früchte, sogar ein Dessert und ein Glas Wein. Ich zitterte. Wollen Sie nichts essen? Fragte mich der Geschäftsführer spöttisch. Sonst wird das Essen noch kalt? Es ist doch krank, warum merkt das denn niemand? Ich sprang auf und schrie die Leute entsetzt an. Macht die Augen auf! Seht ihr nicht, was da auf euren Tellern liegt? Belustigend legte mir der Geschäftsführer die Hand auf die Schultern und drückte mich mit Kraft auf den Stuhl zurück und sagte, vergessen Sie es, die Menschen sind zu gierig. Sie werden niemals aufhören. Der Drang, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und die Gier, immer noch mehr zu wollen, sind viel zu groß. Nicht einmal die lächerlich hohen und viel, viel zu überteuerten Preise halten sie davon ab. Warum? Entfuhr es mir immer noch wütend und doch vor Angst resigniert. Weil die Menschen es wollen. Sie wollen gierig sein. Sie wollen ihre Gier befriedigen, nur eine kurze Zeit später wiederzukommen, mit noch mehr, mit noch größerer Gier. Ich konnte es nicht glauben, Menschen durch sich selbst in den Tod zu treiben. Und doch hatte ich den Beweis vor mir und selbst erlebt. Die ersten Gäste um mich herum lagen bereits leblos auf den Tischen und in ihrem Essen. Wortlos stand ich auf und rannte aus dem diabolischen Lokal. Und jetzt? Jetzt bin ich bereits so abgemagert, dass ich nur noch die Hälfte von dem wiege, was ich vor der Eröffnung des Feasts gewogen habe. Mir geht es schlecht, ich bin krank und habe seit Wochen nichts mehr gegessen. Meine alte Kleidung passt mir nicht mehr. Ich bin des Öfteren ohnmächtig geworden und habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Doch das ist nicht der Grund, weshalb ich nun hier sitze. Der Grund ist... Hier ist die Speisekarte, Sir, unterbricht der Kellner meine Gedanken. Gier.